Willkommen zurück bei einem neuen Teil von Let's Play GTA San Andreas. In der letzten Mission meinte Caesar, wir sollten doch mal bei ihm vorbeischauen, da es Lowrider-Rennen in der Stadt gibt. Ich habe mir mal einen geschnappt und mal schauen, was wir bei dem Rennen da ausrichten können. Hey, CJ, you made it! Mr. Finish. Hey, Carl. Hey, baby. Nice ride, man. That's no carucha. You sure you want to risk that, baby? Yeah, I'm sure. How much they talking about? It's our cash, your pink slip in the pot. Sáfose. Then you pull up and race. The first past the post wins. Con chota sin chota. Okay, for sure. I'm down. Hey, watch us, CJ. These boys don't like to lose. Eh? Yeah, well, me either. Follow me to the race, dude. Ich muss wirklich mal ausprobieren, ob man damit jeden Fahrzeug reinfahren kann. Denn es ist zwar ein Lowrider hier, also der kann dieses schöne Gesprenge. Aber es ist ja nicht so einer wie Caesar hat. Das teste ich vielleicht noch irgendwann mal später. Da vorne beginnt doch schon das Rennen. Die Rennen sind nicht besonders schwer in GTA. Aber beziehungsweise zumindest die Story rennen nicht. Denn, also zumindest kommt es mir so vor, wenn man mal vorne ist, oder besser gesagt, oh Gott, oder besser gesagt, der Wagen, der vorne ist, bestimmt die Geschwindigkeit, beziehungsweise das Tempo des kompletten Fahrerfeldes. Und so ist es sehr, sehr leicht zu gewinnen, wenn man mal vorne ist. Aber manchmal ist es ein bisschen schwer, erstmal nach vorne zu kommen. Das hier jetzt war zum Beispiel sehr leicht, weil die es echt geschafft haben, einfach einen Unfall zu bauen. Und dann ist klar, dass dann niemand vorne ist. Ja, aber wenn man diese Mission mehrmals spielt, ich habe es jetzt nicht mehrmals gespielt, ich habe das Spiel halt nur mehrmals durchgespielt, dann kann es durchaus schwer sein, sich an die vordere Spitze des Feldes zu setzen, weil die dauernd den Weg blockieren. Und diese Lowrider, die fahren sich ja im Prinzip wie so ein liegendes Sofa. Deswegen wie gesagt, kann das manchmal ein bisschen schwer sein. Das war auch schon das Rennen. Das habe ich irgendwie länger in Erinnerung. Ah ja. Das waren sehr leicht verdiente 1000 Dollar. Es dauert jetzt bestimmt noch eine Minute, bis die anderen kommen. Na, aber ihr kennt das bestimmt auch. Zum Beispiel in der Need for Speed Serie ist es ja auch so. Oder bei Test Drive, bei Race Driver glaube ich nicht, dass es so ist, dass die dass das Feld immer, also dass die Geschwindigkeit des Feldes immer von dem bestimmt wird, der ganz vorne fährt. So, ich speichere jetzt und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Teil von Let's Play GTA San Andreas und diesmal beginnen wir, denke ich mal, mit den Missionen von Ryder. Mal schauen, was er für uns zu tun hat. Also dann, bis zum nächsten Mal.